Bock auf richtig viel Auswahl? Na klar habt ihr das. Oder wollt ihr jeden Tag Burger und Fried Chicken essen? Eh nicht. Ich habe die Lösung. Subway Sandwiches. Brot, Belag, Käse, alles könnt ihr selbst entscheiden. Es sieht verdammt gesund aus, kostet nicht viel, gibt es an jeder Ecke. Und hier, Tom Brady macht auch Werbung dafür. Das kann ja nur gut sein. Subway ist seit fast 70 Jahren mit seinem Konzept erfolgreich. Ganze 230 Millionen Euro Umsatz hat das Unternehmen 2020 gemacht. Wie viel davon Gewinn ist? Keine Ahnung. Denn die Gründerfamilie De Luca ist verschwiegen und gibt so gut wie keine Informationen preis. Grund genug für uns, dem Erfolg von Subway auf den Grund zu gehen und die 5 miesen Maschen von Subway aufzudecken. Wenn euch jetzt schon das Wasser im Mund zusammengelaufen ist und ihr Bock auf ein geiles Essen habt, schaut doch mal bei ZDF Besseresser auf Instagram vorbei. Da gibt es so einige gute Rezepte aus eigener Erfahrung. Was ist die Grundlage eines richtig guten Sandwiches? Richtig, leckeres Brot. Irgendwo muss der ganze Kram ja drauf. Aber Subway dachte sich, warum nur ein Brot? Wie wäre es mit Honey Mustard, Sesam, Plain? Was eine Auswahl. Klingt doch mega, oder? Relax. Es ist praktisch egal, wofür du dich entscheidest. Denn es ist immer der gleiche Grundteig. Mal kommen Körner drauf, mal Kräuter, mehr passiert da aber auch nicht. Okay, außer beim Vollkornbrot. Hier sind nicht nur ein paar Körner drauf, sondern es steckt tatsächlich Vollkornmehl drin. Mindblowing! Im Kern ist und bleibt es aber schönes Weißbrot mit viel, viel Zucker. Halt, was? Viel, viel Zucker? Ja! In Subway-Broten ist so viel Zucker drin, dass es in Irland gar nicht mehr als Brot verkauft werden darf. Es gilt dort als Süßware. Aber ganz von vorne. 2020 entscheidet das höchste Gericht in Irland, das Brot von Subway ist gar kein Brot. In Irland gibt es nämlich einen Grenzwert für den Zuckergehalt in Broten. Und liegt man da drüber, wird es teuer. Denn Grundnahrungsmittel, also auch Brot, sind von der Mehrwertsteuer ausgenommen. Macht der Zucker aber mehr als 2% im Vergleich zum Mehl aus, ist das Brot kein Grundnahrungsmittel mehr. Das heißt, bei einem 500 Gramm Brot, in dem ungefähr 300 Gramm Mehl sind, dürfen maximal 6 Gramm Zucker enthalten sein. Tja, und Subway liegt da drüber. Und zwar weit. Der Anteil hier liegt bei rund 10%. Wenn ihr mich fragt, ist das kein Brot mehr, sondern eher eine Süßspeise. Vielleicht kann euch also euer Sandwich-Artist des Vertrauens beim nächsten Mal einfach den Meatball-Streuselkuchen oder Teriyaki-Bienenstich belegen. Apropos Teriyaki. Bei den Belagen schummelt sich Subway auch ordentlich ein zurecht. Chicken Teriyaki ist seit Jahren die unangefochtene Nummer 1 bei Subway. Und hey, das ist ja auch was für die Feinschmecker unter uns. Im Original ist das eine japanische Spezialität. Eine besonders langsame und schonende, geradezu zärtliche Art, Hühnchen zuzubereiten. Immer wieder wird dabei ein Sud aus feinsten japanischen Zutaten über das Hähnchen gegossen. Ein Sud aus Sojasauce, Sake und Zucker. Und Subway dachte sich so, das ist schön süß. Passt perfekt zum Brot, sowas wollen wir auch haben. Doch was die als Chicken Teriyaki anbieten, hat mit dem Original nicht wirklich viel zu tun. Denn bevor die Teriyaki-Soße das Hühnchen umhüllt, wird das chemisch erstmal ordentlich weich gemacht. Sebastian Lege hat sich das Ganze mal genauer angeschaut. Den Link zum Video findet ihr hier. Für Subway muss es beim Chicken Teriyaki vor allem schnell gehen. Da ist keine Zeit, romantisch immer wieder das Hähnchen mit Soße zu übergießen. Das dauert einfach zu lange. Und diese Grillstreifen auf dem Fleisch, Leute, ich hoffe, ihr fallt jetzt nicht vom Glauben, aber die sind nicht echt. Für die Optik werden die eingebrannt. Und natürlich für die Illusion, dass das hier was ganz Deliziöses ist. Und Chicken Teriyaki ist nicht der einzige Belag, bei dem es schnell gehen muss. Salami und Schinken wird nur aufgetaut und liegt dann gerne mal einen Tag in der Auslage. Die würde ich also immer toasten lassen. Sicher ist sicher. Ja, und dann gibt es noch die Thunfischdebatte. Ist in der Paste, die Subway einem aufs Brot streicht, wirklich Fisch drin? Seit 2021 taucht diese Frage immer wieder im Internet auf. Was passiert also? Die New York Times kauft eifrig Tuna-Subs und schickt sie in Labore. Aber selbst die Labore kommen nach Untersuchungen zu verschiedenen Ergebnissen. Die einen finden Thunfisch, die anderen nicht wirklich. Was ist da los? Subway wehrt sich massiv gegen die Vorwürfe und verkündet: Subway serves 100% Tuna! Das stimmt. Ist aber etwas zu kurz gegriffen. Denn 100% Thunfisch landet nicht auf deinem Sub. Ein Insider hat mir erzählt, was passiert, bevor der Thunfisch in der Auslage landet. Und der wird dann 50-50 mit Mayonnaise gemischt. Erst mit ordentlich Mayo vermischt, findet der Fisch seinen Weg auf dein Brot. Ist das lecker? Ja. Ist da am Ende vielleicht gar nicht mehr so viel Thunfisch drin? Möglicherweise. Und unser Insider hat da auch eine Theorie. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht eine Filiale mal sparen wollte und dann
ein bisschen gestreckt hat, mit ein bisschen mehr Mayo. Und dann wird es auch für Labore immer schwieriger zu beweisen, dass da Thunfisch drin steckt. Übrigens, das ganze Interview mit unserem Insider findet ihr hier. Aber so viel Mayo, das ist doch gar nicht gesund. Das passt doch gar nicht zu Subway. Schon seit Jahren wirbt Subway mit dem Slogan Eat Fresh. At Subway restaurants, you choose your freshly baked bread, meats, cheese and veggies. Subway, eat fresh. Message ist klar, oder? Alles ganz toll, frisch und gesund hier. Aber nicht nur die eigene Freshness vermarktet Subway gerne. Viel besser ist doch, sich von der Konkurrenz abzuheben. In Deutschland ist Negativwerbung, also die Abwertung von Mitbewerbern, verboten. In den USA nicht. Hier konnte sich Subway also richtig austoben. Um sich gegenüber anderen Fastfood-Ketten abzuheben, kam Subway Jared Fogel da gerade recht. Mitte der 2000er Jahre behauptete er, dank Subway richtig viel abgenommen zu haben. For years I ate fried food and burgers that looked like this. And I looked like this. Then I found Subway restaurants. And I realized I could enjoy lots of great tasting food without lots of fat. Ein Werbegesicht war geboren. Na gut, bis Fogel 2015 dann verhaftet wurde. Grund: Besitz von Kinderpornografie und Sex mit Minderjährigen. Subway beendete sofort die Werbepartnerschaft mit ihm. Jared Fogel ging ins Gefängnis, das gesunde Fastfood-Image hat sich bis heute aber gehalten. Das dürfte auch daran liegen, dass Subway mittlerweile besonders gerne mit Profisportlern und Sportlerinnen Werbung macht. Serena Williams, Stephen Curry, Simone Biles, Tom Brady oder hier in Deutschland Coach Izume. Sie alle haben schon ihr Gesicht für die offensichtlich gesunden Sandwiches hingehalten. Offensichtlich? Ja. Denn schaut man etwas genauer hin, bröckelt das gesunde Image schnell dahin. Subways Nummer 1 zum Beispiel, das gute alte Chicken Teriyaki. Das hat auf 30 cm gerechnet rund 600 Kilokalorien. Und Subway rechnet hier ohne Käse und ohne Soße. Wer isst denn bitte ein Sandwich ohne Soße? Bei den anderen Klassikern sieht es auch nicht besser aus. Das Tuna Sub hat fast 700 Kilokalorien. Nur mal zum Vergleich. Der Big Mac von McDonald's hat 503 Kilokalorien. Ich würde sagen, gesund ist was anderes. Und wie oft Simone Biles sich einen Tuna Sub in ihrer Mittagspause genehmigt, würde ich auch gerne mal wissen. Obwohl, sie könnte da einen richtigen Schnapper machen. Subway wirbt regelmäßig mit neuen und immer verrückteren Angeboten. Sub des Tages hier, Rabatte für Studenten da, aber die wohl größte Werbeaktion von Subway war lange Zeit das $5.30. Das war nach Zeiten. Da wusste man genau, was man für sein Geld bekommt. Heute sieht das leider ganz anders aus. Vorbei die schönen Zeiten. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Denn heute sind die Preise so individuell wie die Sandwiches. Da kostet das Chicken Teriyaki in einer Filiale 10,89 € und in der nächsten 12,40 € oder vielleicht sogar 15,59 €. Das ist purer Zufall. Russian Sandwich Roulette. Denn selbst in derselben Stadt haben verschiedene Filialen unterschiedliche Preise. Die schwanken wie eine GameStop-Aktie und geben dir so viel Orientierung wie Knossis Investment-Tipps. Bis zu 5 € Unterschied beim Chicken Teriyaki Sandwich haben wir allein bei unserer Recherche in Berlin festgestellt. Und das sieht bei anderen Subs nicht besser aus. Preisschwankungen von 2 bis 3 € sind völlig normal. Und Subway hat wenig Interesse daran, was zu ändern. Oder bewahre Gott, oder eine Aktion wie das $5 Footlong wieder einzuführen. Denn von jedem Euro, den eine Filiale verdient, gehen 12,5 Cent direkt an Subway. Den Franchise-Nehmern bleibt der Rest, um alle Kosten zu decken. Nun denkt ihr euch, ey, 12,5 Cent pro 1 Euro, das ist ja gar nichts. Da kann man ja doch immer noch richtig die Kohle machen. Ein schöner Traum. Subway ist ein Franchise, und zwar ausschließlich. Denn anders als zum Beispiel McDonald's oder Starbucks betreibt Subway nicht eine Filiale selber. Nur so konnte das Unternehmen zur Nummer 1 und in den Fastfood-Ketten werden. Zumindest, wenn es um die Anzahl an Filialen geht. Fast 45.000 Filialen gab es 2016 auf der ganzen Welt. Selbst McDonald's sah damit seinen knapp 37.000 Filialen alt aus. Das Genie hinter der rasanten Expansion war Firmengründer Fred DeLuca. Der war geradezu besessen davon zu expandieren. Daher beginnt Subway bereits 1974 mit Franchising. And the rest is history. In den nächsten Jahrzehnten ploppen die Subway-Filialen wie die Pilze überall aus dem Boden. Ein Grund für die rasante Expansion ist vor allem das geringe benötigte Kapital. Eine Lizenz kostet in Deutschland nur rund 150.000 €. Bei McDonald's Franchise-Nehmer zu werden dagegen ungefähr 900.000 €. Ein weiterer Vorteil: Subway gibt keine Vorgaben, wo Filialen eröffnen dürfen.
Und man braucht keine Fritteusen oder komplizierten Küchen. Ein Sandwich zu belegen schafft ja wirklich jeder. Der Deal ist also verlockend. Subway profitiert. So geht Expansion. Aber sag mal, gibt es irgendwelche Nachteile? Ja. Für die Franchise-Nehmer. Denn wie vorhin beschrieben, sind die Abgaben an Subway mit 12,5% vom Umsatz deutlich höher als bei der Konkurrenz. McDonald's verlangt zum Beispiel nur 8%. Von den restlichen 87,5%, die den Franchise-Nehmern bleiben, müssen da nicht nur Zutaten, Personal oder der Strom bezahlt werden, sondern auch die Ladenausstattung und Renovierungsarbeiten. Mitarbeitende von Subway haben uns berichtet, dass ein Gewinn für die meisten Franchise-Nehmer nur dann noch möglich ist, wenn man so wenig wie möglich Mitarbeitende pro Schicht einsetzt. Eine Person pro Filiale ist da keine Seltenheit. Wenn ihr noch mehr zu den Arbeitsbedingungen bei Subway erfahren wollt, schaut einmal hier. Für viele Franchise-Nehmer wird das Businessmodell also immer unattraktiver. Was für viele als Traum beginnt, wird dann eher zum Albtraum. So hat sich das Blatt mittlerweile gewendet. Subway hatte 2022 noch 37.000 Filialen, McDonald's mittlerweile 40.000. Subway ist eine Fastfood-Kette, die dank cleverem Marketing und Franchising zur weltweiten Nummer 1 geworden ist. Doch seit Jahren hat das Unternehmen immer wieder mit Skandalen zu kämpfen. Süßes Brot, Thunfisch oder kein Thunfisch und das Franchise-System, das sie einst an die Spitze gebracht hat. Wir haben Subway gebeten, zu unseren 5 miesen Maschen, die ihr gerade gehört habt, eine Stellungnahme abzugeben. Was sagt das Unternehmen? Die Antwort findet ihr unter diesem Video in der Infobox. Was denkt ihr? Kann Subway das Ruder nochmal rumreißen und im Fastfood-Wettstreit Boden gut machen? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr Videos zu Subway sehen wollt, klickt hier in die ZDF-Mediathek oder in das nächste Video. Und mir bleibt nichts weiter zu sagen, als besser essen ist gut, besser essen abonnieren, noch besser.